O1. Moin moin meine lieben Freunde der Volksmusik und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von The Forest. Im letzten Mal in der alten Version, ich weiß gar nicht, welche Version wir jetzt gerade haben, tatsächlich. 0.38. Wir könnten theoretisch schlafen, wenn da was Großes Böses ist, was wir, Komm her. Geweck haben wollen. Geweck. Geweck! Ich schlafe. Die große Böse. Ich alle schon im Bett? Sind 1 von 3. 2 von 3. Lobby! 3, oh. Es werde dunkel, es werde hell. Schön. Wir haben die bösen, bösen Menschen weggezaubert. Bösen, Burschen. Gobby, du hängst ja hoffentlich auch zwischendurch auch mal ein paar Sachen auf, ne? Zum, na klar. Ja, gut. Nee. Deine alten Socken wahrscheinlich dazwischen. Also ich hab deswegen schon 6 Lizards dahin gehängt. Ja, ja, das ist nicht Lizardkäse überbacken, das sind Gobby Socken dazwischen. Hm, ist wurscht, Hauptsache man kann's essen, gell? Ich frage, ob du das überlebst. Ja, das ist die nächste Frage. Ich glaube nämlich fast, das könnte... Alter, gibt die scheiß Rüstung jetzt noch weh... Hab ich doch gesagt. Ja, die Rüstung können wir übrigens vergessen, ne? Lizard gibt mehr. Echt? Lizards gibt mehr als eine Knochenrüstung, ja. Wie viel kriegt jetzt die Knochenrüstung? Anderthalb, höchstens. Ja, Lizard ja auch, oder? Also, ja, der Balken ging auch jetzt gerade schneller nach oben als die Knochenrüstung irgendwie. Ich weiß nicht, ich bestehe fast nur als Lizard und Blättern. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist nicht Lizard, das ist Blatt, was du da trägst. Auf jeden Fall ist es ein Dreck, was die da gemacht haben. Der Herr Patrick ist ein Herr Blatter. Ich bin voll ein Öko-Freak, du. Peace und Frieden. Ja, hör mal. Hauptsache war zu rauchen, ne? Dann ist mir das egal, ob du ein Öko-Freak bist oder nicht. Ich gehe mal in die Stadt da rein. Die Stadt, er nannte es Stadt. Ja, theoretisch ist das die Forststadt, die Hauptstadt. Ja, mal gucken, was hier so abgeht. Bei derben Topia. Ich glaube, wenn ich Pech habe, dann gehen bei mir ein paar Sachen ab, weil die mir irgendwie, keine Ahnung, die Arme aus dem Gelenk drehen oder so. Aber ich Moment. Ich sehe was, was ihr nicht seht, und das ist groß und böse. Hm. Jetzt habe ich für dich. Jetzt habe ich mich gerade schon wieder vor einem Koffer verjagt. Es geht auf. Was war das? Das ist schön. Oh! Was zu. Nichts. Wieso geht. Alles kaputt? Ah. Hä? Okay. Oh, Dosenbier. Gobby, Dosenbier. Ich komme. Das könnt ihr rein aushaffen. Hast du jetzt gerade Igitt gesagt? Nö. Du hast echt eine gestörte Wahrnehmung, kann das sein? Du kannst doch nicht Igitt sagen. Zu Bier. Igitt. Das geht nicht. Igitt. Wieso genau spiele ich nochmal mit dir? Weiß ich nicht, also mir, wenn so ist, bin ich gleich raus. Wie gesagt, du brauchst nur was sein. Da kommen jetzt einige. Was? Freunde. Was, komm, wo? Du schaffst das, oder? Nee, ich hab den Lockslit in der Hand. Ja, ich auch. Gotchi. Bitte ey, mal zu Gobi. Du haust mich? Alter. Ich wollte gerade ein bisschen Dynamit tanken. Ach gut, dann komm ich halt. Oh, das war auch eine schöne Pose. Wo ist er jetzt? Also, das. Gobi, das ist wieder eine Laterne. So, einmal, wo ist der andere? Der Gobby hat einen an der Laterne. So sieht's aus. Da. Er hat eine an der Laterne und seine Laterne mit ihm. Ist das euer Ernst? Ich bin tot? Mit 2 Schlägen? Was? Du Noob. Ich bin schon dran, Patrick. Achso. Auf 50% von Rüssi drauf gehabt? Das hat die nicht gejuckt. Die Rüssi? Also, das ist ja echt ein Witz, wirklich. Pass auf, Gobby. Mhm. Patschi, pass auf. Das ist so ein großer, ne? Naja, geht so. Was habe ich jetzt auf der To-Do-Liste, hä? Ratsch, ratsch, ratsch! Kommst du her, du kleiner Hosenscheißer! Wie ein Jagd! Glück ihn, Willi! Weil der wäre jetzt genau. Wenn ich das Ding fertig gebaut hätte, wäre der genau in die Falle gelatscht. Das mache ich jetzt. Du, ist fertig. Hin mit ihm! Die Sau! Nö, der kommt aus Feuer. Ach, ja. Oh, Lizard. Lizard? Die Kunst von der Liz. Kann ich den eigentlich von der anderen Seite vielleicht raus? Oh, cool, wenn man den durchschmeißt, dann brennt er, aber brennt außerhalb des Hauses weiter. Das ist supi. Da kann man die Knochen auch besser aufsammeln. Am Steilhang. Ja, Physik, denke ich mal, wirkt da nicht ganz so. Ja, deswegen sage ich ja am Steilhang.
Physikalisch. Alles. Er freut sich einfach gedauert, aber ja. Wieso landen da die ganzen Krähen eigentlich auf unserem Galgen? Ich finde das sehr authentisch. Ich glaube, die wollen ein Opfer haben. Ich glaube auch. Gobby! Geh mal gucken, ob der Stein noch funktioniert. Welches? Ach so. Mein Stein. Den habe ich schon öfters. Dann. Ich voll auf den Ein Bier. Balken brauche ich hier noch. Hat jemand einen Balken? Ja, hier bei mir. Ja, wow. Bei den Blaubeeren. Bei dem Stein, ne? Blaubeeren? Da hinter dem Baum da, ne? An der dicken Eiche. Hä? Nee. Kann man nicht einmal normal reden, ohne dass ihr dann gleich immer nur bei der dicken Eiche sagt, oder was? Hell. Boah, ey. Warum mache ich das nochmal mit euch? Ja, das weiß man auch nicht so genau. Ich konzentriere mich lieber nur mehr auf Fragmente und Arc. Okay. Ach ja, wie... Achso, nee. Viel Spaß. Jo, bis denn. Wohin geht's hier? Foundation. Nach Djibouti Bergen. Was für ein Tier? Djibouti Bergen. Djibouti Bergen. Der Ösi ist schon wieder am Arsch der Welt. Nicht? Nein. Ist es bei dir in der Nähe? Nee. Es ist irgendwie so eine Renovierung. Eine Rinderwendung, genau. Ja, genau. Eine Redewendung. Ich glaube, der Rinderwahn, der greift bei dir auch schon so langsam so ein bisschen. Nö. Nö. Oh Mann, ey. Ganz und gar nicht. Doch, bei Roller. Nein, hat er nicht wirklich. Also auf meiner Seite ist jetzt die Mauer fertig. Ach du Scheiße. Jetzt mache ich die andere halt mit. Ja, aber Scotty, du könntest die Fahlen hier schon irgendwie korrekt mal aus... Die Fahlen? Korrekt. Die Traps? Mr. Krabs? Ja. Ösi, was machst du, Alter? Loks holen, damit der Wald dann noch ein bisschen ästhetisch ausschaut. Nicht wie bei dir mit dem Kahlschlag. Ach. Die spawnen eh alle wieder irgendwann mal. Nicht. Haben wir nicht gesagt, wir gehen eigentlich in dieser Folge rauf zum Schneegebiet schauen? Ja, hattest du vorgehabt. Ich habe gesagt, das lohnt sich nicht, weil wegen neues Update. Ja, aber trotzdem. Update. Trotzdem. Update. Trotzdem. Nein. Doch. Sehe ich überhaupt nie. Nee. Also, pah. Ich glaube, Scotty hat keinen Bock. Nee, ich habe auch keinen Bock, irgendwie da hochzugehen. Das ist so kalt. Aber ich will heim. Ja, weiß nicht. Hol den Flieger. Warte mal, ich lasse einen fahren, dann bin ich oben. Gut, tschüss. Okay. Warum? Darum. So. Ich sehe meine Schuhe nicht vor lauter Wald vor mir. Die sind am unteren Ende von deinen Beinen. Ja, wenn ich runterschaue, habe ich fast nur Wald im Gesicht. Das könnte an deinem Tarnfleckzeug liegen, was du da so trägst. Genau deswegen. So. Haben wir den Kompass? Ja, haben wir. Etwa. Haben wir? Haben wir, ja. Was sagt die Folge? Ein paar Minütchen müssen wir noch. Beziehungsweise dürfen wir noch. Bis nee, wir uns. Ich frage nicht wegen Aufheben, ich frage nur, ob es sich lohnt. Was? Weiterzugehen. Zur Base zu gehen? Ja. Nein, lohnt sich nicht. Es sind, glaube ich, noch 5 Minuten oder so Maximum. Nee, das einmal nicht. Was dann östlich? Wisst ihr was? Ich gehe mal speichern. Warte, speichern! Du Dings mit? Okay, nimmst du nicht. Ich bin auch nicht mehr weitergelaufen, wie du das gesagt hast, und jetzt, ja, wie du meinst. Passt schon. Ja, ich hab schon gesehen, du hast ihn gesucht. Ja, nee, ich hab ihn nicht gesehen. Ja, von und zu. Scotchy, sind sie drin oder draußen? Ich bin drin. Aha. Hui. Ja. Ich baue hier ein bisschen was. Ich bin mir nur noch nicht ganz sicher, ob das wirklich so
funktioniert, wie ich mir dazu denke. Aber bislang, muss ich sagen. Nein. God dang it. Tschüss, Patrick. Was baue ich denn jetzt hier für einen Quatsch? Ist das eine Foundation? Das ist doch keine Foundation, das sind doch Wände. Da macht er Quatsch, macht er da wieder. In die Richtung. So, nach da. Kann ich da jetzt nicht mehr rauf? Das weiß ich nicht, wo du drauf willst. Nein, verdammt, der Axt. Alter, wie weit habt ihr bitte die Mauer da seitlich runter gemacht? Aber ist fertig. Ist fertig? Ja. Nice. Wir haben die Mauer so weit runter gemacht, dass da auch ja kein Eingeborener mehr rumeiern kann. Da kommt keinem. Das glaube ich allerdings auch, dass da keiner langkommt. Ah, cool. So. So, wir haben noch ein bisschen, ich habe noch ein bisschen was für die Loks getan hier. Ja, mach mal die Tür dann auf, bitte. Ich mach mal die Tür auf. Tür ist offen. Tür erfolgreich aufgemacht. Hallo Stream Alien. Wir brauchen auch nur 113, also von daher. Bin ein bisschen verwirrt. So. Patrick ist runtergefallen und kommt nicht mehr hoch, oder wie? Nee, nicht das. Ich glaube, das ist der Weg hier. Ach nee. Sag mir das. Keine Ausdauer mehr. Wow. Wo, was, wie? Ein Speed Baumfell Aktion, keine Ahnung. Ein Speed Baumfell Aktion. Mhm. Ja. Titel gefunden. Kabum. Speed Baumfell Aktion. Der ist auf einmal so instant bam runter. So, wo ist der Berg? In Erlangen bei uns. Bergkrieg war im Moment. Erlangen? Mhm. Ich hab gehört, da gibt's Bier. Ja. Dann muss es ein guter Ort sein. Ja, ist super. Oh, ich habe Batterien gefunden, das ist toll. Da, wo ich gerade mal Schnappes haben möchte. Hi, Bros. Ja, Lisa, du kommst mir nicht mehr nach Hause. Doch, der falsche Weg, oder? Ach, da liegt hier nirgendwo Stoff rum, doch da. Sehr gut. Ja, muss ich doch dahin. Wenn Stoff brauchst, kommst du mir. Wirst nicht so lange da sein? Ja, gut, so lange Forest Stream tun wir eh nicht mehr. Nur noch ein paar Minütchen. Danach muss ich mal gucken, ob ich vielleicht auf Fallout gehe. Das bin ich mir noch nicht ganz sicher. Aber kann durchaus sein, ja. Weil da geht mir so langsam aber sicher auch so ein bisschen der Puffer aus. Ah doch, Nordosten, ich hab's gewusst. So, haben wir jetzt eigentlich hier mittlerweile mal Material für dich, oder? Ja. Gobi lässt den Logslet mit einem einzigen Log drinnen stehen. Ja, aber ich hab jetzt hier den voll gemacht. Oh. I'm dying of thirst. Das ist ja toll. Was war das jetzt? Gobi, das war meine Brandfalle. Ach shit, Alter. Schön, dass du ja, sie aus... Du hast die Brandfalle gemacht. Ja, er ist voll reingelatscht. Aber du kannst sie doch nicht direkt vor Tor stellen, Digga. Hast du sie eigentlich angezündet oder von selber? Alleine. Ich hab drüber treten oder so. Er ist reingelatscht halt, ne? Ich dachte, die muss man erst anzünden, bevor sie die ausläuft. Hab ich nicht. Scheinbar okay. Nicht. Das habe ich noch nicht ausprobiert, so direkt. Ich dachte mir nur so, wie lange dauert es, bis er klatsch? Sie funktioniert, das auf jeden Fall. Kann man schon mal festhalten. Also Leben hat es mir aber nicht viel weggenommen. Eher Ausdauer, ne? Keine Ahnung, was das jetzt war. Ja, ich denke mal, bei den Eingeborenen wird es vielleicht noch mal ein bisschen anders laufen. Ja, hoffen wir. Irgendwas knarrt hier. Gobi, hast du schon wieder Verdauung? Welchen Baum hat er hier schon wieder weggenommen? Wieso liegt das Holz denn hier schon wieder direkt an der Base, sag mal? Der fällt schon wieder hier alles mögliche direkt vor der Nase weg, das ist unglaublich. Nein! Habe ich ja vorher gesagt, oder? Das war ein Mammutbaum.
Du bist ein Mammut. Du riechst auf jeden Fall wie eins. Was wollt ihr das wissen? Tod und Verwesung. Ah, ja. Wenn ich es bis hier hinten her rieche, dann weiß ich das. Ja, habt ihr recht. Oh, verdammt. Okay, ein paar Stickies wären noch ganz geil. Sticky, sticky, sticky. Hm. Oh, ein Scotchy. Ja. Hallo. Hilfe, lauf. Oh Gott, was macht er? Los, Pikachu, Donnerblitz. Hier kann man was essen. Ja, ja. Neulich in der Polizeikontrolle. Los, Pikachu, Donnerblitz. Haben Sie gerade einen Hamster nach mir geworfen? Ja, eigentlich, wenn du einen Hamster mit einem Taser zusammen machst und dann los, Pikachu, Donnerblitz und wirfst ihn, naja, dann ja. Auf Kontakt. Donnerblitz. Ach, schön. Irgendwo wollte ich noch was bauen mit Stöcken. Was war das? Ach ja, das Feuer hier drin, genau. So. Und danach hier den Blockholder. Blockholder? Den Blockholder. Und ich sehe gerade, wir sind auf jeden Fall am Ende für die heutige Folge angekommen. Deswegen speichere ich hier mal ganz kurz eben die Geschichte. Wir sehen uns dann morgen in der nächsten Folge wieder. Dann ist das neue Update draußen. Und dann schauen wir mal, was sie dieses Mal wieder verbockt haben. Und ansonsten, ja, schönen Tag noch. Bis morgen und ciao.